Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich das Unboxing von der Look Fantastic Beauty Box, ich glaube aus dem Monat November für dich. Ja, ja, wir sind im November, das ist eine Box, das ist eine November-Box, glaube ich. Und ihr seht schon, das Licht rastet aus. Wenn du Bock auf das Unboxing hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Also eine wunderschöne silberfarbene Box, die aber tatsächlich mein Licht ein bisschen irritiert und die Kamera ausrasten lässt. Dementsprechend ist es immer schwierig, sie hochzuhalten. Wir kriegen das schon hin. Die Look Fantastic Beauty Box ist eine monatlich erscheinende Abo-Box aus England. Und wir zahlen 15 Euro oder ab 15,50 Euro pro Box und pro Monat. Irgendwie schreibt mir. Ah, Danny Pelletier ist live. Guckt auf jeden Fall mal bei Twitch bei Danny vorbei. Alternativ könnt ihr auch in seinem Highlight-Kanal, Danny Stream Highlights, mal vorbeischauen. Dann hält er wirklich super interessante Sachen hoch. Der hatte letztens einen 10-Stunden-Stream und da hatte er jetzt ordentlich viel Futter. Maxim ist auch manchmal am Start. Also verlinke ich euch mal in der Infobox. Auf jeden Fall. Wo war ich? Ab 15,50 Euro pro Box und pro Monat. 5 Beauty-Produkte sind drin enthalten, die meistens eher aus dem Bereich High-End kommen. Aber es ist eigentlich immer eine ganz schöne Mischung von dekorativer Kosmetik und Pflege. Hauptsächlich Pflege haben wir immer eigentlich in den Boxen drin enthalten, ne? Und ja, es gibt aber super viele schöne Special-Boxen. Schaut mal in der Infobox vorbei. Ich habe euch da einfach mal meinen Freunde-Werben-Freunde-Code reingepackt und Freunde-Werben-Freunde-Link. Das heißt, ihr bekommt dann halt ein bisschen Rabatt. Ich glaube sogar, dass ihr, wenn ihr generell bei Look Fantastic im Onlineshop einkaufen würdet und meinen Code verwenden würdet, dass ihr dann auch Rabatte bekommt. Glaub schon. Ja, schaut gerne mal vorbei. So, Yao ist die Schwester von der Glossy Box übrigens, ne? Das heißt, da haben wir manchmal auch ähnliche Marken drin vertreten. Sparkle your way through party season. Okay, es geht Richtung Partysaison. Sehr interessant, Leute. Ja, ne, ihr wisst ja, für mich jetzt dies ja nicht unbedingt. Meine Party läuft jetzt hier oder steigt zu Hause oder wird jetzt zu Hause steigen. Mal gucken, ab wann. Noch habe ich eine Kugel, meine kleine, ganz persönliche Disco-Kugel, die jederzeit zum Einsatz kommen kann. Läuft. Ihr wisst Bescheid. Okay, so, dann habe ich hier das Editorial, ja. Die Nummer 11, Party Prep. Ja, die Lady ist auf jeden Fall hart vorbereitet. Das kann man nicht anders sagen. Die ist so beautiful. Oh, also diese Cover Girls, das kann man nicht anders sagen. Ne? Das sind, klar, Photoshop und Co. sind am Start. Aber ich meine, diese Frau ist einfach extrem schön. Kann man nicht anders sagen. Das ist Wahnsinn. Okay, so. Dieses Editor's Note ist meistens einfach mal auf Englisch. Also es ist immer auf Englisch. Dementsprechend habe ich jetzt leider nicht dieses mega coole Groove-Gedönsen, dass wir uns darauf vorbereiten können. Party Prep like a Pro. Also im Prinzip geht es da jetzt wahrscheinlich darum, dass wir uns einfach auf eine Party vorbereiten. Okay, Chloe, sie hat es nämlich geschrieben und die ist offensichtlich sehr aufgeregt, dass schon November ist und wir nur noch einen Monat von der Partysaison entfernt sind. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist eher so ein Ding im englischsprachigen Raum, oder? Also bei uns ist es klar, Weihnachtsfeiern und so hast du schon am Start, aber es ist jetzt eher weniger, dass die Leute sagen, Mensch, im Dezember, da will ich jetzt aber voll in eine Disse gehen. Sagt man noch Disse? Ich habe keine Ahnung. Bin ich zu alt? Ich bin 33, ich sag noch Disse. also nee, ne? Also bei uns war eigentlich eher so die Partysaison, wenn es halt auch wirklich warm draußen ist. Da wurden halt viele Feiern gefeiert. Aber gut, auf jeden Fall haben wir hier so einiges drin stehen. Witzig, dass hier von ColorWow offensichtlich auch der Dreamcoat drin ist. Zum einen, weil das ein cooles Produkt ist und zum anderen, weil gestern eine Freundin von mir hier war und ich ihr da was von gegeben habe. Einfach, um das mal auszuprobieren. Die Produkte sind aufgeführt, Party Prep Routine in One Box. Dass du hier nochmal ein bisschen Infos kriegst. Nighttime Skincare Tipps. Oh, wenn du ein dickes Make-up auflegst, pack dir auch eine dicke Pflege drunter. Das wäre so mein Tipp. Und nachdem du die Party, ne, wieder zu Hause und so, schmink dich ab. Sau wichtig. Genau. Und immer mal wieder ein Glas Wasser zwischendurch ist auch nicht verkehrt, ne? Nicht zu viel Alkohol. Ihr wisst Bescheid, ne? Ja, Fast Facts. Hier hast du über Vitamin E ein paar Informationen drüber. Das ist halt so dieses Schönheitsvitamin, was die Haut auch irgendwie revitalisieren soll und so. Beauty Hacks, The Eye Elevator, also wie du quasi deinen Augenlift gedönsen kannst. Party Prep, jo, läuft. Okay,
Für nächsten Monat, für Dezember, haben wir jetzt immer auch eine Sneak Peek auch hier drin. Und da haben... Da komme ich gerade nicht drauf klar, weil Medicaid ist sau teuer. Und hier haben wir einen Micellenmousse drin. Purifying and Nourishing. Das ist ein Effortless Rinse of Cleanser mit 40 Millilitern. Das ist richtig heftig, Leute. 40 Milliliter ist eine wirklich kleine Größe, aber es ist eine schöne Größe, um zu verreisen. Oder wenn man halt irgendwo die Nacht woanders verbringt. Oder, keine Ahnung, wenn du über die Feiertage wegfährst oder so. Ne? Cool. Wie gesagt, in der Infobox habe ich euch so dies, das, Ananas verlinkt. Hier sind auch Timestamps, weil ich quatsch einfach in letzter Zeit unheimlich gern. Die Box ist hier, ne? Und da gucken wir jetzt mal rein. Wir haben hier das Seidenpapier. Oha! Es sind unfassbar wenig Produkte, also nein, es sind 5 Produkte auf den ersten Blick hier drin enthalten, die aber unfassbar klein sind, weil allein das hier ist Füllmaterial in der Mitte. Läuft, Leute. Genau, also das ist immer so eine krasse Geschichte. Genau, und das hier ist halt das Produkt, was ich Sandra gestern gegeben habe. Ziemlich witzig. Auf jeden Fall ist das dieses Dream Code Supernatural Spray. Da sind jetzt 50 Milliliter hier drin. Ich weiß nicht, ob ich das schon in die Kamera gehalten habe jetzt gerade. Ich weiß es nicht. Es passt auf jeden Fall farbtechnisch voll zu der Box und auch thematisch, denn das ist ein Produkt, was du quasi nach der Haarwäsche in dein Haar reinmachst und dann stylst du deine Haare und dann ist es halt richtig cool. Du kannst dir natürlich auch einfach die Haare föhnen. Ne? Also für mich ist das eher ein Winterprodukt, weil ich im Sommer meine Haare ja nicht föhne. Im Winter würde ich mir das halt nach der Haarwäsche einfach reinmachen. Und das hält auch wirklich 3 bis 4 Haarwäschen in deinem Haar. Das heißt, du musst es nicht nach jeder Haarwäsche machen. Und du hast danach aber einen mega krassen Glanz in den Haaren. Wenn du es wirklich auf die Spitze treiben willst, dann machst du es wirklich, dass du über eine Rundbürste föhnst oder halt wirklich deine Haare glättest oder so ein Tüt. Genau. Tüt. Und das mache ich halt nicht. Also ich föhne halt einfach nur über Kopf meine Haare, weil sie mir ansonsten zu lang sind und ich einfach einen lahmen Arm kriegen würde. Und da ist es halt echt. Macht eine schöne Mähne. Also das sieht wirklich toll aus. Und deswegen finde ich es gut, dass es hier mit drin ist. Wirklich. Es ist Karma, Baby. Immer mal wieder Karma. Einen Pinsel haben wir hier auch am Start. Schön. Ich mag gerne von Luvia die Pinsel. Das hier ist jetzt die Nummer 310 Cream Shader. Ich glaube, den habe ich noch gar nicht. Wahnsinn. Aus dem Wiegenpinselset müsste es sein. Es hat, also, wer hat mir das denn jetzt letztens geschickt? War das Netty? Netty ist ja eine, die versorgt uns YouTuber mit so viel Infos. Und da hatte Netty mir letztens auch nämlich geschickt, dass gerade super Sale bei Luvia ist. Ich meine, klar, wir haben jetzt Singles Week, wir werden jetzt bald hier Black Friday und so ein Gedönsen haben. Ein bisschen was haben wir hier noch. Das sind so Haarklipse von Brushworks. Crease-Free Hair Clips. Ich glaube, die gönne ich mir mal. Jeder trägt die ja gefühlt, ne? Das ist ja echt der Wahnsinn. Das sind einmal diese beiden Schätzeleins. Und die kann man halt reinmachen, wenn ich jetzt hier offene Haare habe und mich dann schminke, ist eher selten, aber, ne, dass ich mir die dann so in die Haare reinklipse und mich meines Lebens erfreue. Ja, warum eigentlich nicht, ne? Und wenn das jeder macht, dann ist es ja nicht stylisch, dann kann man sich das ja auch mal gönnen. Ich bin ja sonst ein Verfechter von Haarreifen, aber selbst Haarreifen machen ja hier so manchmal platte Stellen, ne? Dann gucken wir mal. Jetzt ist die Verpackung aufgeschnitten, das muss jetzt eh funktionieren. Fühlt sich jetzt nicht so super wertig an, muss ich gestehen. Ne? Also ich habe mal eine ganze Zeit auch eine Wimpernzange von Brushworks verwendet. Die ist jetzt gegen die von Catrice ausgetauscht worden. Macht das jetzt Sinn? Macht relativ wenig Sinn. Aber man kann sich das theoretisch so in die Haare machen, dass man die Haare aus dem Gesicht nimmt. Ne? Die Wimpernzange hat mir sehr gut gefallen. Die Haarklipse müssen dann halt jetzt einfach mal in Anwendung genommen werden. Ne? Aber im Prinzip 2 Schminktools, ein Haarprodukt. So kann es weitergehen. Party geht weiter mit Avant. Zack, Boxenwert ist ganz weit oben. Das übliche Pro-Collagen. Isododecane, bla 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 bla. Pro-Perfecting Collagen Primer Touche Eclat. 30 Milliliter. Wo hatten wir den denn letztens noch mit drin? Das war doch auch in der Box. War das nicht in der Glossy-Box, Leute? Bin gerade ein bisschen verwirrt. Ich glaube nämlich schon. Ja gut, will weiter wandern, habe ich jetzt schon wieder da, ne? Das ist ein Produkt, den hatte ich jetzt schon mal, den brauche ich nicht 5-mal. Und Avant ist halt so eine schwierige Marke. Einerseits sind die Produkte solide. Ich finde die Qualität gut, die sind auch für sensible Haut gut geeignet. Da komme ich wirklich mit klar. Also ich habe da wirklich auch ein Pflegeergebnis, wenn ich die anwende. Es macht Spaß, ne? Was aber halt keinen Spaß macht, ist, dass wenn man sich in das Produkt verliebt und es nachkaufen möchte, dass dann ein so ein
nicht ganz so hübsch aussehendes Produkt über 100 Euro kosten soll. Und dann frage ich mich immer, ja warum? Eine Freundin von mir liebt Avant. Die hat einmal die Preise gegoogelt und mir einen Megavogel gezeigt, aber gesagt, wenn du noch weitere Produkte hast, nehme ich gerne. Ne? Das ist dann halt auch so eine Sache, weil die Qualität ist gut, aber ich würde es mir halt einfach nicht nachkaufen. Und das finde ich halt so schade. Ich meine, klar, die Boxen und auch Adventskalender sind ja Werbeplätze für die Firmen, ne? Wo die sich dann halt auch repräsentieren können und so weiter und eigentlich dann halt auch Neukunden werben wollen, eigentlich. Aber das verstehe ich halt nicht bei sowas, weil da fällt es ja hinten über, wenn du dann den Preis siehst. Ne? Klar freut man sich, wenn man das in der Box drin hat und so. Ich weiß aber nicht, wer bereit ist, den vollen Preis dafür zu bezahlen, um sich halt wirklich die Produkte dann entsprechend nachzukaufen. Und ob das jemals jemand gemacht hat, der oder die das Produkt in dieser Beautybox drin hatte, sei es Look Fantastic oder Glossybox oder, ne, da gibt es ja mittlerweile so viele. Naja, aber gut, wir haben es jetzt hier mit drin. Da freut man sich ja eigentlich drüber, ne? Aber treibt halt den Boxenpreis hoch. Oder Boxenwert. Bondi Sense Pure, eine Self-Tanning Sleep Mask mit Hyaluronsäure und Vitamin C, 10 ml sind hier drin. Ja, also einmal Selbstbräuner kann ich jetzt aktuell leider nicht verwenden. Und zum anderen Overnight oder so verwende ich das eh nicht, weil ich normalerweise Bauchschläfer bin. Und dann hängt es im Kissen, dann ist das Kissen schön gefärbt, ne? Aber mein Gesicht nicht. So, den Klopper habe ich mir jetzt mal bis zum Ende aufbewahrt. Naja, was heißt Klopper? Also im Prinzip ist es gar nicht so ein hochpreisiges Produkt, aber ich wusste gar nicht, dass Revolution so süße kleine Paletten anbietet. Das ist so eine kleine 6er-Palette von der Velvet Rose. Mini Reloaded Palette Velvet Rose. Ist das nicht knuffig? Ich meine, ich wusste schon, dass Look Fantastic auch Revolution bei sich im Sortiment führt, ne? Aber das ist ja echt allerliebst hier. Und das sind auch wirklich die Töne aus der Velvet Rose Palette, die ja, glaube ich, ein Dupe zu irgendeiner Tasche der Nona Palette ist. Die ganz hübsch aussehen. Aber, ehrlich, Revolution-Paletten gehen bei mir jetzt immer weiter. Ich habe so viel aussortiert in letzter Zeit, weil ich so enttäuscht war von der Qualität. Wirklich. Es ist ein wenig bei mir geblieben. Die Simpsons-Palette ist bei mir geblieben. Die Kisu-Palette ist bei mir geblieben. Die Kami-Palette. Ich muss niesen. Aber diese Paletten, die waren vor 4 Jahren mal richtig gut von der Qualität, aber mittlerweile gibt es einfach bessere Qualitäten auf dem Markt. So, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Produkte mit einem irre krassen Warenwert hier am Start. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Get ready for party season, klar. Passt. Vor allem finde ich das richtig heftig, dass wir hier so viele dekorative Kosmetikprodukte drin haben. Das ist ja außer Frage, dass es halt super für eine Party ist, ne? Mit dem Selbstbräuner ist es natürlich auch praktisch. Das kannst du dann nicht am selben Tag anwenden, sondern dann musst du schon 1-2 Tage vorher machen. Aber also das Motto 1A umgesetzt, das muss ich wirklich sagen. Wir haben hier auch wirklich schöne und brauchbare Produkte drin enthalten. Und wäre hier nicht ein Avant Primer drin gewesen, hätte ich gesagt, alles klar, wir haben 6 Produkte, wofür wir 15,50 Euro bezahlt haben, easy, vollkommen in Ordnung. Also auch wenn das jetzt irgendwie ein regulärer, keine Ahnung, Catrice oder Essence Primer gewesen wäre, hätte ich mich drüber gefreut, weil es halt auch in dem Sinne ein zum Motto passendes Produkt an und für sich ist. Und ja, ne, deswegen, also das wäre es einem halt dann auch irgendwo wert, einfach dieses Überraschungserlebnis zu bekommen und auch die Farben von der Lidschattenpalette passen. Gut, das ganze Kram ist hier eher so silber aufgezogen und die Palette ist dann halt eher so im warmen, im goldenen Bereich, ist aber vollkommen in Ordnung. Denn ich fand jetzt die Box auch wirklich schön zusammengestellt. Ihr könnt mir aber gerne auch mal eure Meinung unten in die Kommentare reinschreiben, da können wir uns gerne mal austauschen. Und dann war es das hier von mir und der Look Fantastic Beauty Box aus dem Monat November. Wow. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Würde mich dann nämlich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!